Willkommen zurück hier bei Let's Play Tales of Vesperia. Heute geht es weg von diesen Eisklingen hier und erstmal nach Halua. Und jetzt die große Frage: Geht es dir gut, Carol? Sure you're all right after your little one-man crusade? Huh? I guess. I mean, I feel okay for now. How unlike you to worry about Carol, Rita. It's not that I'm worried about him, I... We can't show up with injuries when we're going to rescue a princess who has to heal everybody. Yeah, that's what I meant. If you say so. Das sah ein bisschen glitschig aus, diese Szene, aber okay. Lass ich erstmal so stehen. Ich gehe davon aus, dass demnächst mein Video da wieder abkacken wird, aber man weiß Let's ja nicht. Eliminate them. Ach ja, ich habe immer noch diese... Ach, so tolle Angst. Oh Mann. Große Freude. Sehr große Freude. Ich freue mich drauf, das Ding auswechseln zu können in naher Zukunft. Ich hoffe mal, dass ich das nicht so Jedenfalls ist Axt für mich gestorben. Das ist furchtbar. Ich hasse diese Dinger. Sie sind langsam, bringen nichts. Die Gegner kommen in Scharen. Das hat jetzt nichts mit Axt zu tun, aber ist egal. Es ist halt im Allgemeinen nichts für mich. Ich bin lieber mit meinem Charakter einigermaßen agil, anstelle von langsam. Und langsam, habe ich schon langsam erwähnt, langsam. Ooh, I think I'm in love. You'll just get burned. Oh, baby, I'm already charred to a crisp. Okay, das lasse ich jetzt mal so stehen. Ja, eigentlich geht es nach Halua. Und wenn ich im Zick... Sind die Gegner neu? Ich glaube, die Gegner sind neu. Haha! Let's just get it over. Was seid ihr denn? Tentakel. Passt ja auch noch. Die halten aber nicht viel aus, ne? Das gefällt mir. Aber das sind diese Kerlchen, die Raben schwarze Tinte loslassen. Yay! Die werde ich irgendwann mal sammeln müssen. Ich sage irgendwann mal, weil ich euch nicht großartig immer damit nerven möchte, aber... Naja. Was mit euch? Kenne ich euch schon? Habe ich euch schon mal gescannt? Ja, habe ich. Gut. Das sind so die Gegner, gegen die ich prinzipiell meine Fähigkeiten dann lernen würde, damit ich nicht euch für euch überlevel hier großartig. Wobei es mir mittlerweile egal ist, weil ich level wie ich will. So, hier ist... Wie hieß die Ruine nochmal? Ich habe keine Ahnung mehr. Die eine Ruine da, wo wir dann Ring des Hexers bekommen haben und so. Das ist die Ruine da so, ne? Da sind wir halt dann jetzt mal gerade wieder angekommen. Also könnt ihr euch denken, wo wir jetzt sind. Da ist Aspio. Warum ist hier... Warum... Deswegen waren da jetzt Steine... Ist im Prinzip egal, aber... Oder soll man jetzt davon ausgehen, das kam alles wegen der, ich sage mal, Attacke des Angriffes von Herakles. Naja, wer weiß das schon. So, ich will mal gucken, was diese Bewegungsänderung hier ist. Ändert Bereitschafts- und Bewegungsbewegung. Okay. Ändert Bewegungsbewegung. Alles klar. Naja, Immunität gelernt heißt, jetzt kann ich wieder zurückgehen aufs, ich glaube, Warpalschwert in diesem Fall erstmal. Und dann auf das echte Ritterschwert und dann sind wir alle happy und zufrieden. Sonst noch wer? Überhitzung beinahe. Ja. Sonst erstmal gar nichts. Prinzipiell muss ich aber, wie gesagt, nach Halua. Immer noch. Es ist warm geworden, die Tage, nicht wahr, Leute? Es ist wirklich warm geworden. Puh. Da ich immer mein Zimmer zumachen muss, ist das furchtbar hier. Hier sind verdammt viele Menschen. Das sind Flüchtlinge aus der Hauptstadt. Siehst du ihre nobenen Kleider? Ja, ja, hast recht. Nehme ich an. Sieht so aus, als wäre die Barriere hier bis jetzt in gutem Zustand. Carol, alles in Ordnung? Sieht nicht danach aus. Er hat hohes Fieber. Er hat sich überanstrengt.
Nur weil er den Helden spielen musste. Manchmal frage ich mich echt. Yuri? Was? Ja, entschuldigt. Lass uns zur Gaststätte gehen, damit sich Carol ausruhen kann. Carol hat die Gruppe verlassen. Ja, es wäre jetzt nicht so, als müsste ich jetzt kämpfen gehen, ne? Ich, damals und jetzt. It's actually nice to be back. It all started with trying to recover that aqua blast here. Couldn't have guessed then we'd be heading out on a trip that spanned the globe. Don't worry, Rapide. I'm the same guy now that I was then. It isn't me. It's the situation that's changed. Yeah. It's just a new set of circumstances. Und wir haben uns gar nicht verändert. Es war eigentlich immer schlecht. Er hat mein Deutschlehrer damals immer eine Geschichte erzählt. Treffen sich zwei Leute und der eine sagt zum anderen, sie haben sich ja gar nicht verändert. Und der Herr, der angesprochen wird, erbleicht halt. Ich meine nur, ist prinzipiell nie so schön, wenn man sich gar nicht geändert hat, meiner Meinung nach, aber... Das mache ich jetzt ein paar Mal und dann habe ich alle Zutaten wieder auf... Ja, relativ aufgeholt. China-Kohl. Yeah. Was das? Ja, das hier noch ein paar Gurken. Gut, gut, gut. Synthese. Eisenschildplatte. Ja, ich glaube, die hatten wir noch nicht. Bringt aber jetzt nicht viel. Faust des Tyrannen wäre neu. Da bräuchte ich... Heilerpelze. Die müsste ich kriegen können, oder? Ich glaube... GTs ist neu, kann ich nehmen. Gnadengeber hatten wir. Bla 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 bla. Ewiger Ring. Das ist neu, sehr schön. Keilerpelz. Hier irgendwas Neues? Nö. Also zumindest nichts, was ich herstellen kann, sollte ich vielleicht so sagen. So, dann kann er jetzt schon mal das GT haben, was allgemein schwächer ist, aber trotzdem. Und hier der ewige Ring. Da muss ich doch glatt mal gucken, ob diese netten Schweine mir ein Keilerpelz geben könnten. Keilerpelz, ja. Gut. Das heißt, ich werde mir nachher noch die Faust machen. Klar, warum auch nicht? Ich meine, es gibt nichts, was jetzt sagt, lass es lieber. Sondern nein, die Welt steht mir offen, mir Fäuste eines Tyrannen herzustellen. Hallo und willkommen in der Gaststätte. Die Rechnung geht aufs Haus. Hä? Warum? Also, ein wichtiger Beamter ist momentan beim Bürgermeister zu Besuch. Er hat das angeordnet. Die Regierung unterhält die Gaststätte, sodass hier alle umsonst übernachten können. Das muss wohl wegen der Flüchtlinge so sein, die in die Stadt gekommen sind. Die Umstände verleihen einem... Ne, was? Verleiden? Verleiden? Okay, einem zwar die Freude daran, aber das Geschäft boomt dank der vielen Besucher in der Stadt. Klingt wie ein gutes Geschäft für das Reich. Bedeutet das, ihr habt keine freien Zimmer? Ihr habt Glück, ich habe noch genau ein freies Zimmer. Dann nehme ich dieses Zimmer, vielen Dank. Hey, Vordringen gibt's nicht. Und natürlich bezahle ich. Ich bezahle das Zehnfache des normalen Preises. Und ich gebe euch Reisenden den gleichen Betrag. Dann ist alles geklärt, ja? Du mieser Schein. Oh, tut mir leid. Ich habe gerade nochmal nachgesehen und leider habe ich doch kein freies Zimmer mehr frei. Tut mir leid. Was? Ich wusste, dass diese Stadt am Ende der Welt ist, aber sowas. Liebling, lass uns vom Hafen von Nord nach Heliod reisen. Genau, ich sollte froh sein, dass wir unsere Kleidung nicht in diesem Schuppen dreckig gemacht haben. Auf dem Weg zum Hafen von Nord werden sie eine hübsche kleine Überraschung überleben. Haha! Entschuldigt die Verzögerung. Euer Zimmer ist oben, geradeaus. Hä? Ich dachte, es gibt keine Zimmer. Geschäft ist Geschäft, oder? Ja, keine Sorge. Ich kann solche Leute nicht ausstehen. Und habt ihr nicht Hallos Baum gerettet? Das ist das Mindeste, was ich tun kann. Guten Aufenthalt! Hooray! All diese Flüchtlinge. Die Hauptstadt muss schlimm aussehen. Was meint ihr, wird dieser Bastard Alexei als nächstes anrichten? Wen interessiert Alexei? Estelle. Ich will Estelle retten. Schon, aber dazu müssen wir uns um Alexei kümmern. Und deshalb muss uns ein besserer Plan einfallen. Wir dürfen uns nicht nochmal zum Hafen von Nord zurückschleudern lassen.
Ja, das wäre schlecht. Bevor es Carol nicht besser geht, können wir nirgendwo hin. Also können wir uns in der Stadt ein wenig umhören, oder? Gute Idee. Jemand könnte genau die Informationen haben, die wir benötigen. Sagte die Wirtin nicht, dass ein... Das war eine Wirtin? Ach gut.